Können wir gesellschaftliche Herausforderungen lösen, wenn wir unternehmerisch tätig werden? Ja, viele Herausforderungen. Das sind nicht nur Herausforderungen ökonomischer Art. Das sind auch Herausforderungen im sozialen Umfeld, auch im umweltpolitischen Umfeld. Und da sieht man in all diesen Bereichen zunehmend junge Unternehmen, die entstehen, die tatsächlich hier Bemerkenswertes leisten. Zum Beispiel kann man den Plastikmüll aus den Ozeanen herausfischen mit einem Unternehmensansatz, das wird tatsächlich gegenwärtig realisiert und dieses Unternehmen bekommt auch reichlich Geld dafür. Damit ein Unternehmen überhaupt aktiv werden kann, erfordert es eine Gelegenheit zur unternehmerischen Wertschöpfung. Die entsteht dann, wenn es irgendeine Zielgruppe gibt, die die Leistung dieses Unternehmens höher schätzt als die Kosten, die das Unternehmen aufbringen muss, um diese Leistung zu erstellen. Sobald dieses Wertschöpfungspotenzial da ist, geht es für das Unternehmen darum, die Wertschöpfung zu kreieren, sie an irgendjemanden zu vermitteln und dann auch die Wertschöpfung zu sichern in Form eines finanziellen Rückstroms, damit dieses Unternehmen auch nachhaltig am Markt bestehen bleiben kann. Wie das tatsächlich erfolgt, das sind spezifische Schritte, die wir erforschen, die wir aber auch lernen können. Und der Ansatz, der sehr weit verbreitet ist, ist das sogenannte Geschäftsmodell. Ein Buzzword, was viele Leute verwenden, aber die meisten nicht wissen, was es eigentlich bedeutet. Das Geschäftsmodell ist aber sowas wie eine Strategie und konkret ist es auch die Grundlage für einen Plan, um dieses tatsächlich auch umzusetzen. Um das zu lernen, erfordert es ein gewisses Training, aber es ist wie beim Tanzen, je öfter Sie es machen, desto leichter fällt Ihnen das und irgendwann wird das automatisch umgesetzt und überall sehen Sie in der Welt, in allen gesellschaftlichen Bereichen Gelegenheiten, die Sie ausschöpfen können. Wenn Sie das können, dann sind Sie natürlich befähigt, unternehmerisch tätig zu werden, in allen Bereichen. Sie müssen nicht unbedingt ein Unternehmen gründen. Um tatsächlich Unternehmensgründerin oder Gründer zu werden, das hängt davon ab, wie interessant, wie gesellschaftlich anerkannt diese Tätigkeit als Karriere ist. Und das hängt sehr stark auch von der Wertschöpfung, der Wertschätzung innerhalb der Gesellschaft ab.